Meh. 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 Ja, und somit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Wir haben letztes Mal mittendrin im Spiel aufgehört, weil ich dann leider Gottes aufgehört habe oder aufhören musste, weil ich dann natürlich Schule hatte und so. Ganz chilligen Mittwoch. Ja, ich will aber auch nicht allzu lang noch damit brauchen, denn ich muss noch auf morgen BWL lernen. Und ja, das kann auch ein bisschen dauern dann. Und ich muss noch Hausaufgaben machen. Das zudem auch noch. Ja. Das sind ein paar Dinge, die man noch tun muss. Oder ich zumindest. Aber das macht ja nichts. Also wir waren hier an der Stelle, da wurde gleich was fertig entwickelt. Hier haben wir ein bisschen Zeug gemacht, wir haben hier unsere Tesla-Türme oder Tesla-Türme. Ja. Es ist mal wieder etwas später geworden, wir haben 20 Uhr 28. Mhm. Der gute Dexter war noch bei mir. Und wollte mal wieder meinen PC besetzen. Hat er auch für, glaube ich, mal eine gute Stunde. Oder länger. Aber ich kann es ihm nicht übel nehmen. Er hat ja momentan keinen. Nun, ich habe vor. Oh, da kommt der Allosaurus. Ist daher. Ich warte, bis der herkommt und die Türme ihn vernichten. Oh, dann kommt er gleich so in Reichweite. Oh, ja, natürlich. Hier und dann so. Bam, bam. Schuss drauf. So. Jump, jump, jump. Stirb. Ah, da hinten ist ein kleiner, aber machen wir platt. Ich gehe davon aus, dass da hinten das Nest ist. Kann sein, dass ich gerade ab und zu ein paar niedrigere Frames habe. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil da oben wahrscheinlich gerade so viele rumgammeln. Der perfekte Platz für eine Hafenanlage. Aber ja, hört sich gut an. Alles klar hier. Ach, die waren noch gar nicht da hinten. Ja. Ja. Bauet einen Hafen. Ich habe eine Idee. Allzeit bereit. Ja, bitte. Mehr als präzise. Krieger wird angegriffen. Ja. Ein Krieger ist tot. Oh, das verdammte Viech hier, der... Oh, oh. Oh, da ist gleich das Nest. Gut. Denn die Jungtiere halten sich immer in der Nähe des Nests auf. Darum kann man das gut aufspüren. Und da oben... sind auch welche. Ihr nichts zu suchen. Ich gebe euch eine Minute Zeit, unser Gebiet zu fassen. Danach lassen wir die Waffen sprechen. Okay. Jaland. Arbeit? Kein Problem. Na, ich habe hier wenigstens die Türme. Arbeit. Ihr baut mir da hinten noch einen Turm. Zur Sicherheit, nicht so, nicht, dass sie noch irgendwas, irgendeine versteckte Streitmacht oder so, an meiner Verteidigung vorbeischleicht. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt, das wollt dem nicht. Das kann sich doch keine Streitmacht an meiner Verteidigung vorbeischleichen. Aber Leute, sowas ist mir schon passiert.
Ich spreche da aus Erfahrung. Und das geht auch wirklich, dass ich da so eine Streitmacht da vorbeischleichen kann. Weil ich denke mal, die haben hier noch mehrere Ausgänge als diesen. Alles klar hier oben. Vermeint sie. Oder so gesehen Eingänge. Je nachdem. Aber ja. Ja. Dum. Oh. Da oben sind ein paar dämliche. Das hört sich gut an. Blitz schnell. Ja. Wollen die dann sich angreifen? Nächste Aufgabe. Oh oh. Ich würde an eurer Stelle da jetzt nicht hinrennen. Naja, aber. Ich kümmere mich darum. Gut, das ist dann. Alles klar hier oben. Euer Problem. Na gut, ihr kann von Glück reden, dass die da von da oben nicht da unten sind. Das ist natürlich ein dickes Problem. Mehr als nur ein dickes Problem. Ich würde die da oben erstmal kaputt schießen. Und die können hier mal ein paar Gebäude kaputt hauen. Wie viele Stegosaurier die aber auch haben. Oh, 3 mit einem Schuss. Down. Ich könnte euch noch ein Video zeigen, das ich aufgenommen habe, aber nee. Das lasse ich. Nicht, dass der Dax dann hier noch ein bisschen, noch irgendwie sauer wird, weil ich, keine Ahnung, Videos von ihm zeige. Wobei der Wallner da auch noch mit drauf wäre. Weil der war halt auch da. Weil ich bin hier immer so ein zentraler Treffpunkt von den beiden. Ich habe eine Idee. Raffiniert. Ich würde zuerst den Turm zerstören. Aber die Angreifer hier jetzt fernhalten. Und diesen einen Angreifer hier, den Raptorführer. Bogen auf. Also gut, wir haben die erste Hürde überwunden. Wie sollen wir weiter vorgehen? Entweder wir schneiden ihn den Nachschub ab und nähern uns den Tempel von hinten. Oder wir machen es so, wie du es immer machst. Wieso? Wie mache ich es denn immer? Ellbogen raus und mitten durch. Naja, das ist eine gute Möglichkeit. Ich mache das auch immer, wenn ich an was nicht rankomme oder so. Oder ist die letzte Möglichkeit, Ellbogen raus und mitten durch. Ohne Rücksicht auf Verluste. In dem Moment ist alles andere Kollateralschaden, was nicht ich ist. Und für die Leute, die nicht wissen, was Kollateralschäden sind, Kollateralschäden, das wird hauptsächlich, so wie ich weiß, hauptsächlich im Krieg verwendet. Und damit meint man alle Schäden, die so gesehen nicht wichtig ist. Bevölkerung,
glaub mal Häuser und sonst was. Also was nicht kriegswichtig ist oder so, was nicht Soldat ist und sowas, sind alles nur Kollateralschäden, Nebenschäden, die unwichtig sind. Ich kümmere mich darum. Das ist eigentlich eine sehr, ich nenne es mal primitive Denkensart, weil, oder eigentlich recht egoistisch, weil man denkt eigentlich bloß an, so gesehen, an, oder an, eigentlich bloß an das, was man braucht, oder was wichtig ist für die Leute, die hier natürlich Krieg führen, sollten. Die sind in dem Punkt wichtig und der Rest nicht. Ich habe eine kluge Entscheidung. Ich kümmere mich darum. Alles klar, hier oben. Wobei es meistens eigentlich nie immer, ich weiß gar nicht mehr, ob man das immer als große Verlust gezählt hat, wenn Zivilopfer dabei waren. Na gut, ich glaube, meistens wurden dann eh irgendwelche Propaganda, Aktionen, nenne ich es mal, draus, dass man dann einfach gesagt hat, ja, es war ein gezielter Anschlag hier, so ein paar Zivilbevölkerung, nur um den Hass zu schüren, weil, ist ja Propaganda. Ich will euch oder gesagt, negative Propaganda. Negative Propaganda ist, wie es schon heißt, negativ ist nicht gut. Nicht gut. Aber ich will dieses Thema nicht vertiefen, nicht, dass ich noch irgendwas Falsches sage. Na gut, wobei ungefähr so, na gut, das mit Kollateralschäden habe ich in der Schule zwar nie gelernt. Das habe ich dann letzten Endes nochmal nachgeguckt. Ich habe bloß meinen Vater gefragt. Der hat mir das gesagt, was Kollateralschäden sind. Logisch. Alles klar hier oben. Vermeint sie. Da muss es erledigt werden. Ja. Ja. Also Leute, immer, wenn ich dann irgendwie sage, sowas mit Kollateralschäden und sowas, an sich, ich meine sowas natürlich nicht ernst, weil schon in WoW ist es, finde ich das beispielsweise, da sage ich das eigentlich recht häufig, dass irgendwelche, wenn irgendwelche Spieler sterben, dann dass ich sage, so, unwichtig, es ist nur Kollateralschaden, dann, weil es sind ja andere Spiele, die mir jetzt nicht so ganz wichtig sind. Wobei ich eigentlich teilweise nicht so ganz der Fan bin, so von manchen Spielen, weil manche Spieler in WoW schon ein wenig scheiße sind. Da spreche ich sehr aus Erfahrung. Ja, doch. Das hört sich gut an. Wobei in den meisten Spielen gibt es irgendwelche richtig, ich nenne es mal Arschloch-Spieler. Vor allem, ich hasse es immer, wenn ich mit irgendwelchen Chars level. Das hatte ich vor allem in meinen Anfangszeiten. Da sind dann immer irgendwelche Leute da, die haben beispielsweise, das war noch damals bei Panda-Zeiten, also als Pandaria noch in war, wo es noch kein WoD gab, da war das so, da waren beispielsweise, denn da war es noch auf Level 90, da waren beispielsweise die Level 90er, sind in manchen Low-Level-Gebieten so, und haben einfach mal beispielsweise, die haben genau gesehen, dass ich beispielsweise irgendeinen so Mob töten will oder muss, oder halt für Quest brauche, und die haben nichts Besseres zu tun, als genau dieses Mob einfach anzugreifen und alle Mobs in der Umgebung zu töten, und die looten sie noch nicht mal. Was für ein Spaß! Ganz klar. Da zweifle ich ab und zu schon mal an manchen Leuten. Oder eher gesagt, ich denke da immer dann so, was, wie scheiße sind die eigentlich? Ja, das hört sich gut. Dann würden die beispielsweise irgendwelche Mobs looten. Dann kann ich das ja noch verstehen, dann grenzt sich sowas unter Farmen ein. Aber wenn die einfach nur die Mobs töten, ohne sie mal zu looten, dann nenne ich das schon richtig, dann fällt das für mich unter die Kategorie ziemlich dreist. Weil die machen das nur, um den Low-Level-Spielern hier die Sachen weg, exakt die Mobs hier so gesehen wegzunehmen. Oder
denen die keine Mobs lassen oder sowas. Aber ja doch. Aber gut, das sind solche Sachen. Und mit sowas muss man eben in MMOs rechnen. Ich habe eine Idee. Und ja, wenn ich MMOs sage, dann meine ich auch sich immer die MMORPGs. Sag nie MMORPGs, ich muss sagen, ich bin irgendwie zu faul, den Begriff immer zu verwenden. Klingt schnell. Hört sich gut an. Eine kluge Entscheidung. Hört sich gut an. Oben auf. Da lang. Vermeint sie. Aber naja. Aber so ist das halt mal. Und wie schon gesagt, mit solchen Problemen muss man halt in einem Alter. Ich hab's gerade irgendwie gerade nicht so. Mit solchen Problemen muss man halt in MMOs rechnen. Sowas kann man einfach nicht vermeiden. Da müsste man schon so ein MMO offline spielen. Oder auf so einem Privatserver, wo so gut wie niemand drauf spielt. Ich baue jetzt einfach just for fun Türme hin. Ihr wisst wahrscheinlich eh nicht, für was ich die brauchen werde. Wobei, ihr werdet es sehen. So, tschüss, schwimmender Hafen. Aber ja doch. Fahrzeug zerstören. Zerstört Fahrzeuge durch Berührung. Cool. So, was ist eine sehr nützliche Fähigkeit, würde ich mal so behaupten. Oh, wenn ich hier die großen Türme zerstöre. Hey, wo wartet ihr? Dann werde ich ja wahrscheinlich einiges an Rohstoffen bekommen. Ja. Kosten beide 500, aber der ist einfach mal um 100 stärker. Arbeit. Deine ist ja schon fertig. Okay, gut. Ja. Ach, der eine baut gar nicht mit. Darum geht er so langsam. Alles klar hier oben. Ja. Alles klar hier oben. Die Geister stehen uns bei. Ich will euch helfen. Ach, jo, Erdbeben. Aber wisst ihr, worüber ich schon mal nachgedacht habe? Und zwar, wie es so ist, wenn ich eigentlich an so, ich nenne es so, erwachsen bin und meine eigene Wohnung habe. Ich glaube, da würde mich niemand groß gerne als Nachbar haben wollen. Weil ich denke mal, wenn ich hier mit anderen Leuten irgendwie so gesehen so zusammen wohne, ich werde wahrscheinlich mit dem Walner und dem Dexter eventuell zusammen wohnen. Weil bei Dexter, da ist er so, der hat das Vorteil, dass über ihm, weil er wohnt in so einem Haus, bloß halt mit so zwei Wohnungen, das Haus gehört ihm, aber da ist eine Wohnung frei. Ja. Oder er gesagt, das gehört er seinem Vater. Und da oben hat seine Oma gewohnt. Und da habe ich so gedacht, so ja, wenn ich wahrscheinlich das Geld verdiene, ja, dann werde ich da mit ihm eventuell da oben wohnen. Weil, warum nicht? Alles klar hier oben. Da ist ja genug Platz. Hört sich gut an.